So, hallo zusammen. Was? Oh. Das macht der Sascha immer spitze, ne? Du machst das Video an und direkt immer so gecatcht. Sofort ein Hook. Schauen wir uns das mal an. Bei 8 Minuten, was hast du gesagt? 11. Wir steigen mal ein, wenn es dunkel ist. Oh, da ist ein Igel. Ein Stachlingo. Schön. Das ist der Sound. Ja, ich weiß. Freunde, das scheint jetzt hier eine Situation zu sein, wo tatsächlich der Verkehr legal geklärt wird und auch offensichtlich richtig. Wir schauen uns das mal an. Für die einen mag es langweilig sein, aber ich sehe das gerne, diese Choreografie da, die da abhängt. Überleg mal, wie viele da stehen. Wie viele Polizisten zählt ihr hier auf der Kreuzung? Gerade 3. Die erste Frage, die sich mir auftut, ist, auf wen gucke ich denn jetzt? Also das ist meine allererste Frage, die ich mir als Fahrlehrer stelle, auf den, der da steht, wo du hin willst. Sven, das ist erstmal eine legitime Antwort. Halten, ich find's cool und deswegen läuft das jetzt hier auch mal. Habt ihr die Handbewegung gesehen, den hier? Also entweder der will jetzt einen Fünfer von jedem, der fährt, oder der will die Liftkarte sehen. Oder das bedeutet, Junge, come on, come on. Musik ist auch sensationell dabei. Du Scheibenkleister. Oh, da kommt einer. Guck mal, der hebt den Arm hoch. Was bedeutet denn nochmal Arm? Das bedeutet gelbe Ampel. Allerdings sehe ich da links den Typen mit dem Arm hoch, gelb. Und da gegenüber steht der Typ immer noch mit dieser Körperhaltung, die ich nicht ganz deuten kann. Aber egal, wir kriegen das schon hin. So, da kommt die gelbe Ampel. Habt ihr den gesehen? Ganz typisch. So, jetzt gibt's was Neues. Eigentlich ganz einfach, ne? Siehst du, Brust- und Rückenbremse drücken. Also ich sehe von dem Kumpel hier Brust, von dem anderen sehe ich den Rücken. Verstehe ich. Aha. So. Jetzt winkt er noch ein bisschen. So. Hier wird weiter gewunken. So. So, Arm gehoben, habe ich gesehen. Und er dreht sich. So, schon mal nicht schlecht. Das ist jetzt hier Hosennaht, ne? Anfänglich zu winken ist ja cool, aber er könnte danach gerne T-Pose, damit man auch später noch erkennt. Ja, so, sehr gut. Und er steht halt immer noch, Brust und Rücken, das heißt für die anderen Bremse drücken. Was ich für etwas ungünstig halte, ist, wenn ich da links stehen würde. Also ich spule noch mal eine Sekunde zurück. Wenn ich hier stehen würde, auf dieser linken Seite, da wo diese Autos jetzt hier stehen, was sehen die genau? Ah, die sehen die Seite. Steht hier? Die sehen Hosennaht und eigentlich heißt das ja, aber das ist schlecht, wenn alle jetzt freie Fahrt hätten. Deswegen ist auch da, es ist eine Choreografie, wo sich die Zusammenhänge erschließen. Das heißt also, an dieser Stelle, mitdenken ist erlaubt, Freunde. Ihr müsst so ein bisschen die Körpersprache der Polizisten deuten. Auch die verhalten sich da jetzt nicht ganz bilderbuchmäßig, ne, weil Hosennaht, Freifahrt, der eine hat hier die Hosennaht, der andere Brust und Rücken. Also das ist alles ein bisschen zusammengewürfelt, aber die Leute scheinen zu verstehen, worum es geht. Ne? So, die biegen ja jetzt ab hier links. Und eigentlich dürfte dieses Auto, die beiden hier, dürften auch fahren. Weil die Hosennaht von dem Sheriff sehen. Ja. Der Polizist hat aber, meine ich, die Hand ausgestreckt und gesagt mit der flachen Hand, dass die, glaube ich, halten sollen. Ich weiß. So und das ist das. Ja, das hast du sehr gut gesehen. Das ist auch genau das, was ich meinte. Ursprünglich ist es halt so gedacht, Brust und Rücken, Bremse drücken, Seiten, Höhe, Hosennaht, freie Fahrt. Aber die Polizei, die macht trotzdem so. Und so. Und du. Fahr. Das machen die trotzdem. Warum auch immer. Vielleicht funktioniert das für die besser. Vielleicht haben sie es auch vergessen, das, was ich nicht glaube. Aber der Polizist hat ganz klar signalisiert, du bleibst stehen. Wenn er in der Fahrschule aufgepasst hätte, wie hätte er das da kommuniziert? Nicht so. So ein Polizistbild gibt es nicht. Also immer nur mit Brust und Rücken. Aber es funktioniert ja. Und das ist mal ein tolles Beispiel, wie es hier real läuft. Er hat den Arm ausgestreckt. Er signalisiert damit den anderen, Freunde, bleibt mal stehen. Nur mal für die, die das noch nie live gesehen haben. Checkt ihr das, was die da machen? Kriegt ihr das später hin? Franziska sagt ja. Merle auch. Emily auch. Ja. Patrick sagt auch. Sauber. Ja. Ist halt auch an der Körpersprache zu deuten. Ne? Der Typ zeigt den einen, bleib stehen. Der andere sagt, komm, fahr. Also. Geht gar nicht anders, er hält 2 Spuren. Eine mit der Hand, die andere mit der Körpervorderseite.
da braucht es vernünftige Regelungen für so komplexe Kreuzungen. Sehe ich genauso. Und es funktioniert ja auch mit der Körpersprache. Ich meine nur, damit, wenn die Fahrschüler das lernen, mit Brust und Rücken, Bremse drücken und Hosennaht, Freifahrt, ist das halt trotzdem immer noch sehr, 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 sehr theoretisch. Bleibt halt Theorie. Praxis sieht dann oft so aus, ne? Und da muss man ein bisschen mitdenken, weil sonst ist es schlecht.